Was geht ab, Freunde? Geht. Wir sind gerade vom Gym und heute testen wir einer der härtesten Booster, den wir gefunden haben. Es handelt sich um den Scatterbrain 2.0. Num war bei Fitpoint, hat gefragt, was ist der härteste Booster, den ihr habt. Den haben wir bekommen nach Angel Dust und Rocket Ride. Dazu hatten wir auch mal ein Video veröffentlicht. Wir haben natürlich tatkräftige Unterstützung. Fitness Oscars am Start. Wing Steven ist am Start und hinter der Kamera gerade der Ehrenmann. Wing Dodo ist auch am Start. Ich schwöre mir eigentlich immer wieder, dass ich keine Hardcore-Booster mehr nehme. Wie oft hast du schon gesagt? Zweimal. Egal, ich habe ein bisschen Angst, ich bin ehrlich, aber lasst uns den jetzt testen. Also ich habe jetzt einen Kollegen gefragt, der sich richtig auskennt, weil er selber eine Supplement-Firma hat. Und er meinte, oh, den wollt ihr wirklich nehmen, hat uns ausgelacht und meinte, der wird uns auseinandernehmen. Und er ist sogar noch versiegelt. Ich mag keinen Nutella, weil das braun ist. So ein Panda zu nehmen. Kevin LeBron ist ein Bodybuilder, ne? Ja. Yeah. Ja, safe. Oh, das ist das Beste. Das ist ja wirklich wie bei Nutella, es gibt keinen Anfang. Oh, ich liebe es, Mann. Es gab nur den Geschmack Exotic. Also es ist Fanta Exotic als Geschmack. Fanta Exotic? Nein, Fanta Exotic. Boah, es riecht sehr interessant. Ja. Das ist zu doll. Boah. Sehr chemisch. Oh, shit. Riecht nach Drogen. Ich find's gut, so nach Pina Colada. Das Besondere an diesem Booster ist das DMAA, weil das ist seit 2020, glaube ich, in Deutschland verboten. Dann ist hier Agmatin. Das ist aktuell apothekenpflichtig, soweit ich weiß. Also darf es eigentlich auch nicht drin sein. Und Koffein 400 Milligramm. In Deutschland sind nur 250 pro Scoop erlaubt. Für alle, die es da draußen vielleicht nicht verstehen, wie viel Koffein hat ein Red Bull? 90. Das heißt, ein Scoop hat 4,5 Red Bulls auf einmal trinkst du. Ich trinke vielleicht ein Monster vom Training. Das sind 160 Milligramm. Das ist jetzt das Dreifache. Nochmal zum DMA, für die Leute, die nicht wissen, was DMA ist. DMA ist so ein, ist eigentlich ein Amphetamin, also so eine Vorstufe von Amphetamin. Ist so, Digga. Das ist die Vorstufe von Ecstasy. Was? Auch vergleichbar mit Hanits üblichen Speed. Das wusste ich nicht. Jungs, wo, was wollt ihr, was ich nehme? Hast du gehört, er meinte vergleichbar mit Speed. Speed dem YouTuber, oder? Yeah. Ich habe schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, weil wir können jetzt alle das Natural nach dem Video bauen, das aussehen aus der Beschreibung. Wir können neue Nerdy und Notfall machen. Das ist nur Nerdy. Nein! Im Training werden alle deine Glückshormone ausgeschüttet. Ne? Du wirst so übertrieben glücklich sein, dass du trainierst. Du magst Schmerzen, also du liebst das, an die Grenzen zu gehen. Und danach wirst du einfach komplett im Arsch sein. Sogar Spaß gemacht? Nein, Mann. Ich mach dir Spaß. Leute, Num ist so ein kleiner Sadist. Er sagt das mit so einer Voreuphorie. So, geil, die wird nachher richtig schlecht gehen. So. Das wird richtig geil sein. So. Wenn das normal ist, du bist kein bei dir rein. Zieh dir nach? Nein. Num macht den. Zieh dir nach, Num macht den. Du ziehst nach? Ja. Wenn ich so mach, machst du auch? Ja, ein Gold. Hat er doch schon gesagt. Junge, er hat Hälfte echt daneben gemacht. Ja, oh. Ey. Mach das nicht zu Hause nach. Mach das wirklich nicht zu Hause nach. Erstmal Shoutout an unseren Ehrensponsor MyProtein, die gesagt haben, es ist in Ordnung, wenn wir andere Produkte testen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. An dieser Stelle ist auf Platz 1 welcher? Alpha Workout. Im Geschmack? Sour Apple. Hey, Arman, was machst du da? Geil. Du machst ich ganz gutes nicht. Erlebnis kaputt. Nein, voll musst du machen. Bruder, das ist doch voll. Dieses weißen Rand wollen wir nicht sehen. Das ist nicht voll. Das ist nicht voll. Oskar, was sagst du? Das ist nicht voll. Sogar Steve ich sagt, nehme das weniger. Ist nicht voll. Oskar, du nimmst nicht weniger. Lass dich noch. Nein. Freunde, ich grüße jeden da draußen, der mich vorher gekannt hat als Bodybuilder-Athlet. Du bist ein Macher. Oh, die Farbe ist nice. Ist richtig geil, ne? Die passt zum Steaker, ne? Geile. Nein. Aber können wir mal auch über diese krasse Lüssigkeit reden? Also ich habe ja früher angefangen mit Fitnessvideos und direkt danach kamen Hardcore-Booster-Tests, wo die noch erlaubt waren. Nicht, wo die verboten waren. Die ist auch erlaubt. Aber der Booster ist erlaubt, aber so gefühlt 90% der Inhaltsstoffe sind verboten. Also ich habe so einen Hardcore-Booster seit locker 5 Jahren nicht genommen oder noch länger. Ich auch nicht. Das waren meine ersten Videos, vielleicht kennen einige die noch. Wer bist du überhaupt? Kennt Oskar. Achso. Guck. Amas Besitzer. Er macht das so rein. Was ist passiert, also ich finde, als du das letzte Mal so einen Hardcore-Booster genommen hast? Also der letzte mit den Werten war White Heat. Den Test gibt es immer noch online, vor
7, 8, 9 Jahren. Video verlinken wir. Vor 9 Jahren, da war ich in der Schule und hab deine Videos geguckt. Und da weiß ich, der hatte auch 400 Milligramm Koffein und DMA. Und dann sind wir ins Gym gefahren, mussten kurz anhalten, kotzen und dann weiterfahren. Was redest du? Ich kann das nicht machen. Gut gelöst, ein paar Pünktchen sind noch da. Das, ist, ich, das sind diese Stoffe, die nicht, sich nicht lösen. Okay, die sollen das DMA. Man muss dazu sagen, wir sind alle auf leeren Magen. Das heißt, unser Körper freut sich, dass er jetzt Nahrung bekommt. Und das Erste, was er bekommt, ist diese Hardcore-Dröhnung. Das heißt, das wird direkt ins Blut gehen. Das riecht gut. Oh, schön. Das riecht wie Blue Raspberry irgendwie. Prost, cheers. Exos? Nein, Mann. Man exst auch kein Ecstasy, nur weil es so heißt. Du musst ein Macher. Du musst ein Macher. Oh, das schmeckt gut. Schmeckt gut. Guter Geschmack. Was war das für ein Geschmack? Der hat sich gefragt, was für ein Geschmack das war. Hat nun schon einfach alles ausgetrunken. Er ist so ein Macher. Geil, Digga. Geschmacklich erinnert das ein bisschen so an Hustensaft, finde ich. Dadurch, obwohl da so viel Koffein drin ist, hat es nicht so viele Bitterstoffe. Das verwundert mich extrem. Finde ich gut. Nee, das ist kein Food-Video hier. Spaß. Also, ich hatte mehr Wasser als die anderen, weil ich mag das, wenn das nicht zu süß ist. Ja, es schmeckt gut. Das schmeckt echt bisschen wie Eistee, ganz leichter Eistee. Ja, dann komm ich jetzt. Geschmack ist für mich richtig gut. Ich habe so eklige Booster schon in meinem Leben probiert. Aber das ist richtig. Okay, mir geht's schlecht. 100 Milligramm sogar. Was? 100 Milligramm Ecstasy. Aber ich glaube, so schnell geht das. Ja. Ich habe ausgetrunken und Wasser nachgekippt, weil man ja sagt, mit Wasser löst sich der Booster mehr auf und er geht dann mehr im Körper auf. Mein Kinn kribbelt. Echt? Ja. Jetzt schon? Ja. Das geht bei mir auch immer richtig schnell. Ja. Also ich hasse, oh mein Gott. Ja. Ich hasse Beta-Alanin, muss ich schon wirklich sagen. Ich mag das. Echt? Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Das ist für mich so ein Zeichen, der Booster kommt hier. Meine Fresse kribbelt. Jetzt schon? Nicht bitte. Scheiße, meine Fresse kribbelt krank. Ich bin nicht gut darin. Mein Pro-Tipp finde ich, ein Booster wirkt erst richtig, sobald man Musik anmacht. So richtig mit Kopfhörern und den Beat hört. Weil das, ich weiß, ich kann es nicht erklären, aber das aktiviert für mich den Booster immer. Eigentlich ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man mit Kollegen trainiert. Dann ohne Musik, damit man reden kann und ich sich anschreien. Die nehmen alle Kopfhörer nein, mit, außer mir. Bruder, ich lasse meine Kopfhörer in der Kabine dann. Ich finde, dieses Gesetz muss aufgehoben werden. Nein. Einer, der die Politik versteht. Ein Training ohne Musik ist nicht das Gleiche. Jungs, ihr könnt hier reden. Ihr könnt hier reden, mir geht's nicht schlecht. Ja, mein Gesicht ist total weh. Aufgestiegen? Ich denke, ich mache Spaß, weil ich mache ja oft Spaß. Aber mir geht's gar nicht. Ja. Mein genau, wie du dich fühlst. Ganzer Oberkörper kribbelt, mein ganzes Gehirn juckt und mein Rücken. Ich glaube, das ist, weil ich gestern trainiert habe, Rücken, und ich richtig Rückenmuskelkater habe. Und das geht alles in meinen Kater, Digga. Also, verstehe nicht. Habt ihr nicht verstanden? Ja. Wir trinken, damit du so ein bisschen besser verteilt im Körper. Ey, meine Ohren. Meine Ohren kribbeln, schwitzige Hände, kalter Schweiß. Das fängt an. Ja, deine Ohren sind richtig rot, Digga. Die sehen ein bisschen gebraten aus sogar. Die sind richtig rot, Mann. Echt jetzt? Immer. Junge, mein Rücken tut so weh. Okay, Jungs, ich kann mal sitzen. Leute, die übertreiben alle. Also, ich habe zwar noch nicht alles leer. Ja, Digga, dann. Ich merke immer was beim Booster, aber es ist bis jetzt nicht anders als ein normaler Booster. Ex oder Armer, Spaß. Der Nachgeschmack ist nicht so. Nee, der Nachgeschmack ist nicht so. Dieser Film. Das ist immer bei diesen Hardcore-Boostern, dass es so pappig schmeckt. Aber der Anfang ist schon richtig lecker. Der ist richtig geil. Ey, wann geht das weg? Und wie geht's dir, sobald du trainierst? Ich komm darauf nicht klar. Danach wird's aber schlimmer. Also ich komm darauf nicht klar. Danach kommt dein Down. Nein, scheiß mal auf den Down. Ich will lieber Down haben, als ich muss was trinken. Ich nicht. Das hat jetzt auch mein Ellbogen erreicht. Ey, meine Ohren, das riecht schon in meinen Ohren. Die sind richtig rot. Junge, die brennen. Da fühlt sich gerade an den Ohren. Meine Ohren sind auch heiß. Bruder, was machen wir? Ey, ist das, weil ich sowas Enges an hab? Kann das sein? Ja, weil du dein Shirt aus der Kinderabteilung hast, Digga, und 164 trägst. Ich glaube, ihr hypt euch alle gegenseitig, oder? Halt die Fresse, mir geht's so schlecht. Bei mir ist alles in Ordnung, nur ein bisschen verschwommen. Oh mein Gott, jetzt juckt alles bei mir. Auf geht's. Das Gym in den Krieg. Ich finde es so krass, was das mit dem Körper macht. Ich verspüre so eine richtige Hitze. Ja. Ich schwöre. Ich kann das nicht ab. Also ich mag das gar nicht. Ich mag das Beta-Alanin. Also das könnte alles machen, aber außer dieses Beta-Alanin, weil dieses Kribbeln, das macht mich richtig nervös. Ja. Und es ist so heiß. Mir ist richtig heiß, aber ich habe gerade richtig Bock auf Training. Also
Will ich. Also ich mach's beim nächsten Mal nicht mit. Ich werde mit trainieren, aber ich werde keinen Booster nehmen können. Dann ist es, es brennt alles. Alles brennt. Alles. Wieso schwitzt du so? Bruder, ich habe einfach Ausfluss, Digga. Ausfluss, Ebbe und Flut. Ich bin einfach Flut. Scheiß auf Ebbe, Digga. Bei mir kribbelt's jetzt auch. Ich find's aber nicht so schlimm. Ich stell mich nicht so an wie Steven. Ich habe auch so einen leichten Drogenfilm, aber nicht stärker als beim normalen Booster auch. Ich denke mal, das ist das Koffein. Darauf bin ich immer sehr sensibel. Das DMA an sich so merke ich jetzt noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Aber ich fühle mich gut. Ich habe Bock zu trainieren. Ich kann nicht müssen. Also eine Sache, Freunde, die bei mir dazugekommen ist, ist kalter Schweiß. Mir ist kalt. Also ich schwitze, aber mir wird davon kalt. Mir geht's gut, Digga. Jetzt sieht man. Aber es kribbelt so. Ekelhaft. Und bei dir so, alles in Ordnung? Ja, also ich habe mir auch das Gewicht gemacht. Ich spüre einfach gar nichts. Also ich dachte, du kannst auch 110 Kilo aufmachen und ich genau dasselbe spüren. 110? Okay, komm. Okay. Digga. 110? Arman holt eine Scheibe nach der anderen, ey. So. Gut, aber ich weiß, dass es nicht gut ist, dass es mich so gut fühlt. Es fühlt sich nicht natürlich an. Immer wenn ich Booster nehme, habe ich das Gefühl, ich muss mich nicht aufwärmen. Kennt ihr das? Ja. Dann bin ich ein bisschen zu überschätzt. Ja, also man fühlt sich gut, aber man hat jetzt auch keine Superkräfte, oder? Dachte ich. Ich dachte, ich hätte Superkräfte. 110? Ja. Ja. Ich hatte Corona und ich habe bis jetzt erst einmal Brust trainiert, um reinzukommen. Okay. Also ich überschätze mich lieber nicht wie Arman. Okay. Sonst macht's knack. Das heißt, wir haben hier wie viel drauf? Aber ihr seid ja auch noch jung, ne? Ihr seid nicht so verrostet wie ich. Kilo. Das würde ich jetzt von Arman nicht behaupten. Hat's gekribbelt beim Ausführen? Nö, alles gut. Und jetzt danach so? Ja, ein guter Warm-up. Ja, also es kribbelt die ganze Zeit. Aber ich find's nicht so schlimm. Ich mach auch noch eine Warm-up. Ja, geil. Okay, dann mach direkt. Keiner gesehen. Du bist ja mal abgedreht, Digga. Keiner gesehen. Oh. Das Besondere bei Null, achte mal auf seinen kleinen Finger. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Finger oben, wird man dich loben. Gefühl? Ist echt geil an, also Pump ist gut. Mhm. Konzentration ist auch geil. Aber ist jetzt nicht so übertrieben, wie ich erwartet habe. Ich glaube, der Peak war schon. Was? Mein Peak hatte ich auch. Ich wollte aufgeben, ich wollte nicht trainieren. Aber aufstehen und kribbeln sind immer noch. Ich habe eine Frage, ist euch schlecht? Nein. Nein. Das ist das Gute. Einem wird überhaupt nicht übel. Ich hätte gedacht, so viel Zeug, dass es uns kotzübel wird, aber ist nicht so auf der Mann. Noch nicht. Noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, trainieren wir jetzt richtig. Symptom entdeckt. Ich habe ein neues Symptom. Ich höre abgeschummt. Ich höre die Musik nicht, ich höre nur mich drinnen reden. Als ob wenn du so ein im Ohr hättest, so ein. Und du hörst nur so. Guck mal, du bist so eklig, Digga. Einfach extra, damit der Pumpert, wenn er den Tanker rauszieht. Bruder, ich hab dich drauf. Ich zieh gleich noch raus. Ah! Junge, was bist du? Ich merke richtig, wie mein Körper nach Wasser verlangt. Du trinkst richtig viel, da bist du auch die ganze Zeit praller und so. Ja, safe. Merkt das richtig. Für die Qualität, Digga, für diesen Arm hier. Dass ich meine Fat Gains auspacke, Leute. Wow. Ready. Geil. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Test. Ich habe schon Bock. Ich bin da. Ich mag sowas. Jetzt sind die Drogen endlich auch bei mir angekommen. Und zwar habe ich gerade so geguckt und gedacht, oh, ist das meine Hand? Meine Gliedmassen fühlen sich nicht so an wie meine. Aber wenn ich so gucke, sehe ich schon den Punkt so. Aber ich denke, hä? Gehört das zu mir? Sollen wir gleich kurz gucken, ob das dein Schwanz ist? Was gab's noch nicht so weit?
Achso, einfach noch ein bisschen. Ja. Okay. Ja, dann mach ich bei dir. Ich bin schon rausgewachsen aus diesem. Eine Frage für euch und für die Zuschauer. Ist es bei euch auch so, wenn ihr so Booster nehmt, als wärt ihr in der Antarktis schon gewesen? Wenn ihr versteht, was ich meine. Achso. Also, ich habe gerade geguckt, bei dem nicht. Nee, ich habe immer noch die normale, überdurchschnittliche Größe. Er hat gefragt, ob es, wenn man Booster nimmt, so ist, als ob wenn man in der Antarktis schwimmen gewesen ist. Ich verstehe die Frage nicht. Eigentlich? Wenn man Booster nimmt, ob es so ist, als ach so, dass man so da schwitzen wird. Nein, du Nigger, ob dein Schwanz gestopft ist, wenn so. Booster nimmt. Ja, kann sein. Zeig mal. Ich gehe manchmal aufs Klo und denk mir, sollen wir messen? Ey, warte mal. Ich muss erst mal suchen. Digga, langsam wird mir wieder warm. Aber wir waren vorhin so kalt. Ich hab geschwitzt und meine Haut war kalt. Das ist ganz, ganz schlimm. Als wäre man krank. Ja, ist so, genau, als wäre man krank. Aber der Booster wirkt heftig. Also. Ich hab grad Wasser geholt, bin kurz runtergegangen. Beim Runtergehen voll gemerkt, so, wie ich mich die ganze Zeit konzentrieren musste, einfach hier so durch die Gegend zu gehen. Ich hab mich aufs Gehen konzentriert, außer auf meine Füße genau. Und so. Und hab irgendwie das Gefühl gehabt, alle gucken mich an und so, weißt du? Ja, das ist das, was ich meinte, dass man denkt, die Körperteile sind so weit weg. Ja. Irgendwie hat man trotzdem mega das Muskelgefühl. Das sieht man auch bei denen, wie aufgepumpt er ist. Er ist auch irgendwie ständig weg. Ich glaube, er spritzt. Ich glaube so. Und dann kommt er mit Syntolia wieder. Bei mir ist es so, ich habe mittlerweile fast gar keinen Bock mehr auf Trinken und mein Pump ist gar nicht mehr so da. Mhm. Also ich fühle den Pump nicht so doll, weil da auch zu wenig drin ist, was den Pump gibt. Meinst du, der Crash kam bei dir jetzt oder was? Ja, also ich will eigentlich nur noch durchziehen. Und dann, er ist auch verliebt. Ich liebe euch Jungs. Ich glaube, du hast das mit DMA mit MDMA verwechselt und liebt jetzt alle. Ich schwöre, one love, Digga, one love. Mr. Crash, wie geht's dir? Besser, nur noch die Eier kribbeln. Okay, Gott sei Dank. Aber besser. Nächste Woche Booster-Test? Ja. Unser Ziel ist es, die Fitness-Szene wieder aufblühen zu lassen. Make Fitness great again. Weil ich erinnere mich damals, das waren die Videos, die ich immer geguckt habe. Irgendwelche Fitness-Vlogs von großen Fitness-YouTubern. Ich will das auch. Ich will, dass die Fitness-Szene so groß wird wie deine Ader hier. Wie groß wird der Schatz? Ja. Wie war der Satz? Hast du mehr Kraft oder so? Ja, es fühlt sich genau so an wie 36er, so was, weißt du? Und wie viel? 50er in die Hand geben können. Boah. Ich hätte genau gleich viele Wiederholungen gemacht. Okay, gleich. Krass. Okay. Ja, krass. Die drei Muskeltiere. Auch ein geiler Spitzname. Also wenn ihr eine Fitness-Crew gründen wollt, aber es gibt es safe schon. Mach mal dein T-Shirt hoch. Nein. Ich will kurz gucken. Was war das? Ich bin gekommen, ey. Alter, ey, der Punkt ist so geil. Ja. Die nächste Phase, wir merken es. Steven kam eben zu mir und meinte, oh, ich fühle mich so ein bisschen schwindelig. Ja? Ist dir noch schwindelig? Ja, Mann, ist die Phase des Schwindels gekommen. Und der leichten Übelkeit. Ich bin nicht so klein wie du. Sorry. Und deswegen ist man. Der Körper will sagen, mach Pause. Aber dann kommt so dieses Down. Das heißt, du musst jetzt dagegen ankämpfen. Ja. Und jetzt kämpfen wir. So wie er. So wie er. Ja! Ja! Es gibt noch ein ungeschriebenes Gesetz. Der Satz geht erst los, wenn die Kamera drauf ist.
stark, ne? Ja. Ja, das Problem ist, dass man eigentlich mehr macht, als man natürlicherweise kann. Also der Booster holt was raus, was du noch eigentlich nicht drauf hast. Man sagt doch, man leiht sich die Energie aus der Zukunft. Deswegen hat man die jetzt und später hat man das down. Mal gucken, ob es kommt. Bruch des Jahrtausends. Also Booster doch, das ist wie Wirecard-Aktie. Hier oben und dann geht's in den Keller rein. Gar keinen Bock mehr. Ich mache aktuell noch eine Challenge, wo ich nach jedem Training noch laufen muss. Und das ist gerade die Hölle, dass ich das jetzt auch durchmachen muss. Ich würde am liebsten mich umziehen und schlafen. Gar keinen Bock mehr. Man hat keinen Bock mehr zu ziehen, obwohl man noch kann. Ja, das habe ich auch. Die Lust geht ganz schnell weg. Das ist halt dieses, Digga. Kein Bock mehr. Es geht so. Also ich habe gemerkt, dass meine Haut so ein bisschen Gänsehaut hatte. Ja, das habt ihr auch. War nicht bei dir. Beim Pinkeln eben. Pass mal mein Knie an. Aber sonst geht's eigentlich ganz gut. So, Friends, durch mit dem Training. Kleiner Formcheck. Hardcore Booster, was sagt ihr? Ganz in Ordnung, aber ich habe mehr erwartet. Was? Was gibt denn mehr als das? Lass doch jeden Satz. Okay. Das Ding ist, ich habe mehr erwartet. Ich glaube, weil wir am Anfang zu viel gehypt haben. Erstens. Zweitens, ich hatte keine Kopfhörer auf. Deswegen hatte ich nicht dieses maximale Gefühl. So. Pump war okay so und ich war nicht ganz richtig drin. Ich habe es genauso empfunden wie du. Ich fand, die Anfangswirkung war heftig. Ja. So, das finde ich auch geil, wenn man einen Booster spürt und du hast Energie und so. Aber bei mir ist ja noch kalter Schweiß dazugekommen, das war katastrophal. Aber danach, muss ich sagen, nach dem Krafttraining bin ich ja noch laufen gegangen. Und da war es heftig. Weil ich hatte Kopfhörer an, ich war so in meinem Tunnel. Ich dachte, Digga, ich laufe jetzt einfach. Und ich war wie, als würde ich so in so einer anderen Dimension laufen. Deswegen fand ich ihn, von einer Bewertung von 10, war es für mich eine 7. Nicht bei dir. 7. Also ich würde euch empfehlen, danach was zu essen mitzunehmen, um diesem Crash entgegenzuwirken. Weil ich glaube, wir haben es alle bemerkt, dass wir zwar Power hatten, aber die schnell wieder wegging. Deswegen kann ich allgemein Hardcore Booster nicht empfehlen und den auch nicht, weil dieser Hype ist schnell wieder weg. Also ich wünschte, der wäre länger und natürlich hat man dieses Down. Deswegen esse ich jetzt was, weil mein Körper braucht Nährstoffe. Aber also das Training hat schon Spaß gemacht, vor allem auch mit den Jungs. Ich hatte diesen Tunnelblick, war motiviert, wie gesagt, auch ein bisschen auf Drogen. Also dieser kurze Zeitraum, in dem er wirkt er gut, aber zu kurz. Also ja, ich würde auch 7 sagen, aber ich habe lange keinen Hardcore-Booster mehr genommen, deswegen kann ich nicht vergleichen. Aber ich finde normale Booster besser, die so erlaubt sind. Koffein reicht schon für mich. Ihr kennt ja meine Meinung aus den letzten Videos. Ich halte nichts von diesen Hardcore-Boostern. Ich finde es scheiße. Die ersten 20 Minuten waren okay, wie die Jungs meinten. War ein geiles Gefühl. Aber dann, mitten in der Übung, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Die Motivation war weg. Ich dachte, ich spüre nichts mehr. Das war einfach. Ich habe vom Volumen her, das habe ich schon zu Oskar gesagt, vom Trainingsvolumen habe ich halb so viel gemacht wie vom normalen Volumen. Und ich habe jetzt dieses Down, ich merke das, kann es einfach nicht empfehlen. Ich verstehe es nicht und wie er meinte, ich bevorzuge immer normale Booster, wie zum Beispiel von MyProtein, würde ich jedes Mal bevorzugen. Hätte ich die Wahl zwischen dem und dem oder einem Energy, immer das oder Energy. Aber keine Werbung. Aber keine Werbung. Das Quartier mit dem. Ich gebe dem eine, Fokus war gut. 5,5. Okay, er hat eine ganz andere Meinung, wie es aussieht. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe ihn getrunken und ich habe direkt dieses Kribbeln gehabt. Und meine ganze Haut ist weggeätzt, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das nur Beta-Alanin war. Es tat weh und ich wollte nicht trainieren. So schlimm war das. Also ihr hattet ja alle Bock, ich hatte gar keinen Bock. Weil jede Bewegung war für mich so dieses... Und dann, das ging nicht weg und das war nicht so meins. Deswegen Hardcore-Booster ist für mich... gar nicht gut, also ich mag es gar nicht. So Alpha geht voll durch, bisschen kribbeln, bisschen jo, jetzt geht's los, bisschen Augen. Aber das andere war schon Leiden und Leiden mag ich nicht. Deswegen geschmacklich 9 von 10 fand ich gut. Richtig lecker, gehen rein die Butter. Die ersten 30 Minuten war ein Albtraum, also wirklich Albtraum. Krass, Mann, heftig. Aber da seht ihr Leute, wie unterschiedlich Booster bei Leuten wirken kann. Schreibt mal in die Kommentare, wie bei euch Booster wirkt und vielleicht habt ihr den Booster auch schon probiert. Dann würde uns eure Meinung auch extrem interessieren. Gehen auch sei, Jungs.
geil, in dieser Konstellation dort zu trainieren. Es bringt immer Spaß. Und ich würde mir wünschen, dass wir häufiger solche Videos machen. Nächste Woche wieder Hardcore-Booster-Test. Also, schreibt die Kommentare, was wir noch testen sollen. Ne? Ja. Nächster Booster rein. Wir haben Videos gedroppt, Videos gedreht. Für Oscar, für Steven und für Dodo. Checkt die alle ab in unserer Endcard. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. 2040 kommt das Hyrox-Video.